Es hat sich einfach so gelohnt, dieses Pack abzuschließen. Was habe ich mir gedacht, als sie dieses Team zusammengebaut haben? Was denken sich die Gegner, wenn die das sehen? Die denken, safe, Papas Kreditkarte geklaut. Aber nee, ist meine eigene Kreditkarte. Was soll ich euch sagen, ey? Wenn ihr so ein Team in der Weekend League seht, ich glaube, geht einfach raus. Ich glaube, ich würde selber rausgehen. Kann das bitte jemand klippen? Wollte ich ein bisschen viel. Der war drin. Ja, lass mal's. Nee, lass mal's. Lass mal's. Lass mal's. Lass mal's. Lass mal's. Ey, ey, ey. Das könnte R9 sein. Edgen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sind jetzt hier im dritten Halbfinale. Oh ja, der Chipper auf dem zweiten, das muss ein Elfer sein. Ja. Lol. Hä? Habt ihr jetzt gesehen, was mit seinem Todibo passiert ist? Ey, der Arme. Scheiße. Gönn! Gönn! Oh! Digga, ich hab ihn wieder! Ich hab ihn! Ich hab ihn, Jungs! Nein! Ich meine, kein Gelb hätte, ich würde dich in Grund und Boden treten, ne? Nein, 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 nein. Nein, was mache ich? Nein! Nein! Oh Gott. Ich schieß meinen eigenen an, der wäre reingegangen. Halsmaul. Junge! Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Tim Latka komplett lost. Habe ich schon irgendeine Nation doppelt? Nein, oder? Ganz im Ernst, das ist ein guter Hinweis. Bevor ich das jetzt nachgucke, ich gucke ganz kurz nach, ob ich das Pack gezogen habe. Weil irgendwie habe ich gerade die Befürchtung, dass da irgendwas im Andersein war. Safe. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, trotz wichtig. What? Cancelo. Cancelo big. Big. Cancelo ist big. Da kann kein Krisch mehr hinter sein, aber kann so viel dahinter sein. Wow, was ist das denn? Fünf Tots in einem Pack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Elite GG. Fuck mich ab, gegen solche Leute zu verlieren, Mann! Die würden niemals gewinnen bei so einer Con! Das ist alles, was mich aufregt! Das Ergebnis ist mir sogar egal! Aber ich will so einen Gegner einfach auseinanderficken! Nichts anderes! No Capped. Der ist jetzt leider verletzt, ja, aber wenn er fit wird und nach der Verletzung ordentlich zurückkommt, dieser Typ wird der beste Rechtsverteidiger der Welt, Freunde. Und ich weiß es aus nächster Quelle. Der Hasenhüttl, sein Trainer, war damals bei Unterhaching auch mein Trainer. Und ich habe mit seinem Sohn ganz, ganz lange bei Unterhaching zusammengespielt. Und wir haben immer noch einen sehr, sehr guten Kontakt und wir treffen uns des Öfteren. Und wir quatschen dann halt über seinen Vater, Ralf Hasenhüttl, wie es so läuft bei Southampton und so. Manchmal telefonieren die auch und ich bekomme es mit und so. Und der Vater sagt, er hat noch nie so einen guten Spieler in seinem Team gehabt wie den Typen. Und sein Vater hat schon Leipzig trainiert damals, wurde Zweiter mit denen.
Ja, Justus, nur für dich. 80.000 Münzen in den Sand gesetzt. Perfekt. Was ist das denn, Junge? Guck, guck. Jungs, das sind meine Community. Die wollen Packs bei mir bekommen. Du bist ganz lustig. Wallah.